Moin Leute, nachdem ich irgendwie das letzte Video vor knapp einem Monat hochgeladen hatte, habe ich jetzt endlich wieder ein Thema gefunden, was ich euch noch vorstellen kann, auch wenn Jomla nebenbei noch läuft und ich gucken muss, dass ich da die nächsten Parts hochlade. Zeige ich euch heute einfach mal, wie man herausfindet, was oder welche IP der Rechner von einem hat. Ich werde euch genau zwei Wege beschreiben und zeigen, die relativ kurz und schnell sind und werde dazu jetzt nicht allzu viel sagen, nur wie ihr da hinkommt, wie ihr eure IP findet und das war's dann im Grunde schon. So, mit der erste Möglichkeit ist in dem Fall CMD, die ihr benutzen könnt. Es gibt zwei Wege, um dahin zu kommen. Einmal über über die Windows-Taste und R, dann kommt hier Ausführen, dann gebt ihr CMD ein und Enter. Oder ihr geht über Start, dann Programme, Dateien suchen und dann CMD und dann einfach auf Enter und dann habt ihr auch das Fenster. So, in dem Fenster könnt ihr jetzt einfach ipconfig eingeben und Enter drücken. Dann seht ihr hier euren Ethernet Adapter LAN Verbindung und da ist dann eure IPv4 Adresse und eure IPv6 Adresse. Euer Subnet, eure Subnetzmaske und euer Standard-Gateway. Und das ist im Grunde euer Rechner hier. Und dann habt ihr noch die zweite Möglichkeit, indem ihr hier noch, um mehr Sachen anzuzeigen, dann halt ipconfig-all eingibt. Dann habt ihr halt noch mehr Sachen, die euch halt angezeigt werden, plus Router und so weiter und so weiter. Das könnt ihr euch in WAML angucken. Und am wichtigsten ist natürlich die IPv4-Adresse momentan noch, was sich aber bald ändern wird. So, dann die zweite große Möglichkeit in Anführungsstrichen wäre dann über eine bestimmte Website. Und dann geht ihr einfach mal auf Google am besten, dann gebt ihr ein, wie ist meine IP, dann gleich der erste Eintrag, hier, wie ist meine IP.de, klickt ihr einmal rauf, so, und dann seht ihr eure IP. Zack. Und dann seht ihr halt euer Betriebssystem, euer Browser und so weiter. Das ist aber die IP eures Routers. Und bei CMD ist es die IP eures Rechners. Das ist ein gravierender Unterschied. Das ist die IP im Grunde, wenn ihr einen Server für Counter-Strike oder sowas aufmacht, worüber die Leute dann von außerhalb halt rauf joinen können auf den Server. Aber die IP eures Computers ist halt dafür nicht notwendig. So, ich hoffe, ich habe euch geholfen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.